Willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute habe ich einen Schwangerschafts-Yoga-Flow für dich, für dein erstes Trimester, um gut anzukommen, um dich zu spüren, um dass es dir einfach so richtig gut geht in deinem ersten Trimester. Ganz viel Freude dabei. Für den Yoga-Flow komm total gerne zum Sitzen. Und wenn du magst, wie ich, gerne auf dem Schneidersitz. Du kannst erhöht sitzen oder direkt auf deiner Yogamatte. Schließ hier deine Augen. Ein Yoga-Flow für dein erstes Trimester. Mit sanften Bewegungen, um gut anzukommen. Um dich zu spüren, dich durchzubewegen. Schau mal, dass deine rechte und linke Schulter satt nach unten zeigen lässt, Richtung Matte. Dass dein Kiefer entspannt ist, die Zähne im Abstand zueinander. Das werde ich in all den weiteren Flows immer wieder sagen, denn der Kiefer hängt physiologisch mit deinem Becken zusammen. Wenn du hier loslässt, machst du es automatisch auch in deinem Becken, was nachher wichtig ist für die Geburt. Spür den rechten und linken Sitzbeinhöcker unten auf deiner Matte, auf deinem Meditationskissen. Richte Babybauch Richtung Herzen auf, sodass du mir hinten in kein Hohlkreuz fällst. Und dann atme hier auf 4 über die Nase ein und auf 6 über die Nase aus. Auf 4 ein, auf 6 aus. Mach es in deinem Atemrhythmus. Auf 4 ein, auf 6 aus, so dass die Ausatmung vertieft wird. Durch eine vertiefte Ausatmung schaffen wir mehr Ruhe in deinem Körper. Mehr Erdung, ankommen, dich spüren, vertrauen, zur Ruhe kommen. Und dann bring deine linke Hand auf deinen Herzbereich. Spür dich für einen Moment. Wie geht's dir? Wie fühlt sich dein erstes Trimester an? Und hier, all feelings are welcome. Nimm all das wahr, was ist im ersten Trimester. Es darf alles da sein. Es beginnt eine so aufregende Reise. Du darfst es alles zulassen, all die Freude, aber vielleicht auch die Angst davor, die Sorgen, wie wird alles? Auch wenn es dir mal nicht gut geht, vielleicht mit Übelkeit kämpfst, lass es alles da sein. Aber nimm es wahr, ohne zu bewerten, für einen Moment. Und dann schau, was du für dich brauchst. Heute auf deiner Yogamatte, vielleicht auch allgemein in deinem ersten Trimester. Vielleicht ist es Zeit, um die Veränderung anzunehmen. Dich auf dieses Abenteuer zu freuen, auf das Wunder, das in dir wächst. Nimm die rechte Hand zu deinem Baby hin, auf deinen Bauch. Und vielleicht magst du deinem Baby jetzt gerade bewusst was sagen. Vielleicht schön, dass du mich als, oder uns als deine Eltern, als deine Mutter gewählt hast. Ich freue mich auf unser Abenteuer. Bleibe hier noch für einen Moment in der Verbindung zu dir, zu deinem Baby. Von hier atme tief über die Nase ein, über die Nase aus. Öffne deine Augen und an Einatmung nimm die Hände über die Seite nach oben und Ausatmung vor deinem Herzen zusammen. Einatmung über die Seite nach oben und Ausatmung in Anjali Mudra vor deinem Herzen zusammen. Mach das noch ein paar Mal. Einatmung schafft Länge.
Ausatmung zueinander. Einatmung Länge. Ausatmung zueinander. Einatmung Länge. Falte deine Finger oben ineinander. Schieb die Handinnenflächen nach oben. Und Ausatmung Schultern tief. Öffne hier dein Herz- und Brustbereich. Schau, dass dein Babybauch weiterhin Richtung Herzen zeigt. Und dann nimm auch hier kraftvolle Atemzüge in die Brust, in dein Herzbereich. Dann löst die Finger voneinander, bring die rechte Hand oder die rechten Fingerspitzen in die Matte. Lass deine rechte Schulter los und beginn mit dem linken Arm Kreise über deinem linken Schultergelenk zu schreiben, sodass du die linke Flanke öffnest. Hier Weite schaffst. Wechsel die Richtung. Und dann schieb die linke Hand lang auf deine rechte Seite. Beide Sitzbeinhöcker bleiben in der Matte. Wenn du magst, leg auch deine rechte Hand flach ab. Und dann atme ganz bewusst in die linke Seite. Stell dir vor, wie deine linken Rippen sich hier öffnen, die Rippenzwischenräume, wie eine Ziehharmonika, auseinandergehen. Von hier bring deine linke Hand auf dein rechtes Knie und wander mit der rechten Hand ein bisschen nach hinten. Komm in eine Drehung auf die rechte Seite. Babybauch zeigt nach vorne zu mir. Die Drehung kommt ausschließlich aus deiner Brust. Einatmung Länge und Ausatmung sanfte Drehung. In der Schwangerschaft machen wir nur ganz, ganz leichte Twists. Und die Twists, die wir machen, die kommen nur aus der Brust. Und Einatmung, nimm die Hände nach oben. Ausatmung, streck deine Arme auf Schulterhöhe aus und dann kreis rechts und links deine Handgelenke. Wechsel die Richtung. Und dann schieb die Handinnenflächen nach rechts und links außen. Stell dir vor, du schiebst wie zwei Wände von dir weg, sodass du eine Dehnung wahrnimmst auf deinem Unterarm. Und von hier bring die linken Fingerspitzen in die Matte. Einatmung, nimm die rechte Hand nach oben, Schafflänge. Und Ausatmung, linke Schulter lässt hier los. Beginn auch hier mit deinem rechten Arm, Kreise über deinem rechten Schultergelenk zu schreiben. Wechsel die Richtung. Und dann bring deinen rechten Arm lang auf deine linke Seite. Gerne setz auch die linke Handinnenfläche gut in der Matte ab. Beide Sitzbeinhöcker bleiben in der Matte. Öffne deine rechte Flanke. Vielleicht magst du auch hier wieder ganz bewusst in die rechte Seite atmen. Dann bring langsam deine rechte Hand auf dein linkes Knie. Die linke Hand wandert auf Kniehöhe nach hinten. Du öffnest dich hier. Einatmung schafft Länge. Und Ausatmung wieder sanfte Drehung nur aus deiner Brust nach links. Einatmung Länge. Und Ausatmung sanfte Drehung. Und dann löse hier langsam auf. Von hier haltet die Hände gerade, wo sie sind. Bring nur beide in die Matte und wander von hier mit den Knien nach hinten in den Vierfüßlerstand. Die Knie sind unterhalb von der Hüfte, deine Hände unterhalb von den Schultern, rechts und links. Und dann finde hier in dein Katzekuh in Verbindung mit der Atmung. Einatmung, geführtes Hohlkreuz, Blick nach vorne. Und Ausatmung, runder Rücken, Blick Richtung Knie, Richtung Babybauch. Einatmung, öffne dich. Und Ausatmung, komm in die Rundung. Mach's in deinem Tempo. Du darfst in solchen Bewegungen auch immer die Augen schließen, sodass es ganz intuitiv wird und dass du wirklich lernst, in der Schwangerschaft auf deinen Körper zu hören. Was brauchst du? Weil es hilft dir nachher so sehr bei der Geburt.
Und beim nächsten Mal, wenn du nach vorne schaust, halte dein Becken überhalb von den Knien und wander mit den Händen nach vorne. Fingerspitzen kommen in die Matte, Oberkörper kommt ein bisschen nach unten. Spür die Länge in deinem Brustbereich, in den Schultern. Und dann wander hier langsam zurück. Von hier platziere die linke Hand gut in der Matte. Einatmung, nimm die rechte Hand nach oben, schaff hier Länge. Und Ausatmung, zieh die rechte Hand durch die linke Achselhöhle hindurch. Und Einatmung, öffne dich wieder direkt, auch hier in deinem Atemrhythmus. Ausatmung, zieh durch. Und Einatmung, öffne dich. Beim nächsten Mal, wenn du durchziehst, leg deine rechte Schulter ab, leg die rechte Schläfe ab. Wander mit der linken Hand nach vorne und lass sie für einen Moment ganz bewusst los. Wenn du magst, atme hier über die Nase ein und lösend über den Mund aus. Und langsam die linke Hand zurück. Und dann öffne dich wieder in den Vierfüßlerstand und versuch die rechte Hand direkt nach vorne durchzubringen. Daumen zeigt nach oben Richtung Decke. Achte darauf, dass du im linken Arm eine Mikrobeugung hast und dann nimm diagonal dein linkes Bein mit nach hinten. Spür die Kraft hier aus dem Rückenstrecker, aus der seitlichen Bauchmuskulatur. Mikrobeuge im linken Arm, so dass es auf die Kraft geht und nicht auf deine Gelenke. Halte hier, atme weiterhin gut ein und aus und dein Kiefer ist entspannt. Und dann langsam setz die rechte Hand, linkes Knie zurück. Von hier wander mit Aufmerksamkeit nach hinten zu deinem Steißbein. Und dann beginn hier Kreise zu schreiben im Uhrzeigersinn, so dass du den Beckenboden entspannst, der Unterrücken weich wird und auch deine Bauchdecke hier loslassen darf, dass dein Babybauch sich hier gut anfühlt. Und dann pendel dich auch hier langsam wieder ein. Bring Gewicht in deinen rechten Arm. Einatmung, schieb den linken Arm nach oben, schaff Länge. Und Ausatmung, linker Arm durch die rechte Achselhöhle hindurch. Einatmung, öffne dich wieder, schaff Länge. Und Ausatmung, dein linker Arm durch die rechte Achselhöhle. Verbinde hier wieder Bewegung mit deiner Atmung in deinem Tempo. Und beim nächsten Mal, wenn du den linken Arm durch die rechte Achselhöhle hindurchziehst, leg die linke Schulter ab, linke Schläfe, wander mit der rechten Hand nach vorne und lass auch hier für einen Moment wieder los. Gerne atme auch hier wieder über die Nase ein und lösen über den Mund aus. Dann deine rechte Hand zurück, schieb dich wieder nach oben. Und vielleicht kannst du auch hier wieder direkt deinen linken Arm mit nach vorne nehmen. Lass Daumen nach oben Richtung Decke zeigen. Streck dann, wenn es für dich möglich ist, diagonal dein rechtes Bein nach hinten aus. Zehen zeigen nach unten, Blick geht nach unten. Achte auf die Mikrobeugung in deinem rechten Arm. Spür auch hier wieder die Kraft. Und dann bring linke Hand, rechtes Knie zurück und schreib die Kreise diesmal gegen den Uhrzeigersinn. So, dass du auch hier wieder gut loslässt. Und dann pendel dich in der Mitte ein. Wander eine Handfläche weiter nach vorne. Wander mit den Knien ein bisschen näher zueinander. Stülp hinten deine Zehen um. Und dann heb ab in den ersten herabschauenden Hund. Wander hier gerne auf der Stelle. Bring abwechselnd rechte, linke Ferse nach unten in die Matte. Spür die Länge im Rücken. Und dann beug beide Beine gut. Länge im Rücken, Beine sind gebeugt.
Von hier wander mit den Füßen nach vorne zu den Händen in deine erste Vorwärtsbeuge. Beine sind gut gebeugt. Und dann greif hier gerne den gegenüberliegenden Ellenbogen. Lass den Kopf schwer nach unten hängen, den Schulter-Nackenbereich los. Und wenn du magst, wipp hier so ganz sanft nach rechts und links. Spür die Dehnung auf deiner hinteren Kette. Von hier löst die Hände. Wander mit den Händen auf die Schienbeine. Von den Schienbeinen eine Etage höher auf die Oberschenkel. Und setz dich mit dem Po tief wie in Utkatasana, Stuhlhaltung. Du siehst immer noch deinen großen Zeh, Babybauch, zeigt Richtung Herzen, du fällst mir hinten in kein Hohlkreuz. Und wenn es für dich möglich ist, nimm deine Arme in Verlängerung mit. Halte hier, spür die Kraft in den Oberschenkeln. Von hier bring die Hände nach vorne auf Schulterhöhe. Atme hier tief ein. Und Ausatmung, die rechte Hand geht nach hinten und der Blick geht auch nach hinten rechts, wenn es für dich geht. Einatmung, rechte Hand kommt nach vorne. Und Ausatmung, die linke Hand geht nach hinten. Und Einatmung nach vorne. Von hier streck die Beine durch, nimm die Hände nach oben. Und Ausatmung, bring sie in Anjali Mudra vor deinem Herzen zusammen. Schließ hier für einen Moment die Augen. Wenn du magst, bring deine linke Hand auf dein Herz, die rechte Hand auf deinen Babybauch. Atme hier kraftvoll ein und aus. Spür für einen Moment die Bewegungen nach. Öffne die Augen wieder. Wir machen jetzt eine Runde den Sonnengruß für die Schwangerschaft. Einatmung, nimm die Hände über die Seite nach oben. Ausatmung, in Anjali Mudra vor deinem Herzen zusammen. Einatmung, bring die Hände nach oben. Ausatmung, beug die Beine mit einem geraden Rücken. Kommst du nach unten, Vorwärtsbeuge. Einatmung, halbe Vorwärtsbeuge, gerader Rücken. Und Ausatmung, steigt zurück in deinen Vierfüßlerstand. Einatmung, geführtes Hohlkreuz, Blick nach vorne. Und Ausatmung, runder Rücken. Einatmung, neutraler Stand. Und Ausatmung, schieb dich zurück in deinen herabschauenden Hund. Einatmung, nimm dein rechtes Bein nach oben. Und Ausatmung, wander mit dem rechten Fuß nach vorne, tendenziell zu der rechten Hand. Einatmung, entweder kommst du direkt nach oben oder nimmst die Hände auf den rechten Oberschenkel. Variante erster Krieger. Blick geht nach vorne, rechtes Knie beim rechten Knöchel. Von hier bring die Hände in Anjali Mudra vor deinem Herzen zusammen. Verlagere das ganze Gewicht in deinen rechten Bein. Steig mit links nach vorne, wieder in Utkatasana, Stuhlhaltung. Streck die Beine durch, Ausatmung, Hände in Anjali Mudra vor deinem Herz zusammen. Andere Seite in Kombination mit dem ersten Krieger. Einatmung, nimm die Hände über die Seite nach oben. Ausatmung vor dir zusammen. Einatmung, streck sie nach oben. Und Ausatmung, komm mit geradem Rücken, gebeugte Beine nach unten in die Vorwärtsbeuge. Einatmung, halbe Vorwärtsbeuge, gerader Rücken. Und Ausatmung, steig zurück in deinen Vierfüßlerstand. Einatmung, geführtes Hohlkreuz, Blick nach vorne. Und Ausatmung, runder Rücken. Einatmung, neutraler Stand. Und Ausatmung, schieb dich zurück in deinen herabschauenden Hund. Hier angekommen, mit dem nächsten Einatemimpuls, nimm dein linkes Bein nach oben. Ausatmung, wander mit dem linken Fuß nach vorne. Du kannst auch immer an der linken Wade helfen. Komm dann sanft in deinem Tempo nach oben, gerne über den linken Oberschenkel. Variante erster Krieger. Nimm die Hände mit nach oben, Ausatmung tief.
linkes Knie beim linken Knöchel und schau, dass dein linkes Knie tendenziell nach außen zeigt. Deine rechte Ferse ist gehoben. Bring noch mehr Gewicht in deinen linken Fuß. Bring die Hände in Anahana Mudra vor dir zusammen. Und dann steig auch hier mit rechts nach vorne in Utkatasana, Stuhlhaltung. Und von hier streck die Beine durch. Nimm die Hände direkt rechts und links in die Hüfte. Von hier öffne deine Füße. In Malayana, den Yogi Squat. Die Zehen zeigen auseinander, die Fersen zeigen zueinander. Und dann komm hier langsam tief nach unten. Von hier schieb mit den Ellenbogen die Knie auseinander. Wundervolle Geburtsposition. Öffne hier dein Becken. Spür die Weite im Herzbereich, die Länge im Rücken. Wir bleiben noch hier für 2 Atemzüge. Von hier löst langsam auf, bring eine Hand nach der anderen nach hinten. Setz dich sanft auf deinem Popo ab und dann bring von hier die Füße nach hinten und komm über die Seite nach unten zum Liegen. Leg dich sanft auf den Rücken, Füße sind aufgestellt, mit den Fingerspitzen berührst du deine Fersen. Von hier schieb Babybauch Richtung Herzen. Und dann roll Wirbel für Wirbel in deine Schulterbrücke. Gerne wander mit den Schultern hier nochmal zueinander, sodass du eine Herzöffnung hast im Brustbereich. Die Knie fallen tendenziell nicht auseinander, sondern zeigen zueinander. Spür die Länge nochmal deinem Herzen. Dann löse langsam auf, roll Wirbel für Wirbel nach unten. Greif für einen Moment noch deine Knie. Und dann schreib mit den Knien hier noch ein paar Kreise, sodass Bewegung in deinem rechten und linken Hüftgelenk ankommt, dein Unterrücken hier satt in der Matte liegen darf. Wechsel gern die Richtung des Kreisen. Und dann stell die Füße wieder in der Matte ab. Und von hier kommen dein Shavasana. Entweder streck die Beine aus oder komm auf deine linke Seite. Gerne leg dich mit dem Kopf auf ein Kissen oder mach mit dem linken Arm ein Kissen. Die Beine sind angewinkelt. Wenn du magst, bring die rechte Hand gerne zu deinem Babybauch. Schließ die Augen. Entspanne den Kiefer. Und spür für einen Moment diesen Yoga-Flow nach. Vielleicht war er anstrengend für dich. Vielleicht war er zu einfach für dich. Vielleicht war er genau richtig. Nimm das für einen Moment wahr und lass es einfach da sein. Wenn er zu leicht war, dann mach 2 Flows. Integrier was. Es ist immer nur eine Einladung meinerseits. Wenn er zu anstrengend war, dann lass was weg. Oder mach ihn vielleicht öfters, dass du reinkommst, was sich für dich richtig anfühlt. Vielleicht hast du jetzt auch das Gefühl, so mehr in deinem Körper zu sein, durch die Bewegung, mehr dich zu spüren, mehr anzukommen in dieser Schwangerschaft. Denn genau darum geht es im ersten Trimester. Annehmen und ankommen. Nimm dich wahr mit all den Gefühlen. Lass alle Gefühle da sein. Noch wenn es vielleicht absurd für dich ist, jetzt schon in die Verbindung zu deinem Baby zu gehen, da du vielleicht noch gar nicht viel siehst von deinem Bauch oder dein Baby spürst. Aber es wird dir schon jetzt so sehr helfen, in die Kommunikation zu gehen, in die Berührung, dich mit deinem Baby zu verbinden.
Vielleicht magst du dich auch hier nochmal an deine Intention erinnern, was du für dich brauchst, für den Yoga Flow, für dein erstes Trimester. Vielleicht magst du mit der Aufmerksamkeit auch nochmal bewusst in die rechte Hand wandern, zu deinem Baby hin. Für einen Moment spüren, und dann zieh deinen rechten und linken Mundwinkel nach oben, lass ein Lächeln entstehen und schick dieses Lächeln zu dir und zu deinem Baby. Und darfst du gerne noch im Shavasana liegen bleiben. Oder mit mir ganz langsam nach oben kommen zum Sitzen. In deinem Tempo finde nochmal einen guten, bequemen Sitz mit geschlossenen Augen. Und dann Einatmung, nimm die Hände über die Seite nach oben. Und Ausatmung vor deinem Herzen in Anjali Mudra zusammen. Atme tief ein. Mit der Ausatmung, wenn du magst, verbeug dich vor dir selbst, vor deinem Körper, vor deiner Yoga-Praxis, vor deiner Schwangerschaft, in Dankbarkeit und Liebe. Einatmung, komm nach oben. Namaste, von deinem Herzen zu meinem Herzen. Vielen lieben Dank. Danke, dass du diesen Yoga-Flow mit mir gemacht hast. Du kannst total gerne jetzt noch eine Meditation von mir machen. Ich habe ganz viele Meditationen. Oder dann, wenn du im zweiten Trimester bist, mit weiteren Flows durchstarten. Es gibt auch noch einen weiteren Flow für dein erstes Trimester. Danke dir und ich freue mich, wenn du einen Daumen hoch drückst, wenn du mich abonnierst. Bis ganz bald.